das prunkvolle Schloss des Prinzen Eugen beherrschend über der Stadt Wien. Zu seinen Füßen ein barocker Garten, streng symmetrisch wie Architektur gebaut, mit einer großartigen Kaskade in seiner Mitte. Kein Garten, der dem Menschen nahe kommen soll. Der Garten stellt zur Schau. Er ist Ausdruck des absolutistischen Herrschertums. In ihm sollen sich Macht und Anspruch des Türkensiegers, seines Bauherrn, zeigen. So sind die achteckigen Seitenpavillons mit Quasten verzierte türkische Rundzelte, die gesamte Dachzone mit ihren Trophäen wie eine Zeltlandschaft gestaltet. Die Architektur des Schlosses ist ein Meisterwerk Lukas von Hildebrands und wie der Garten Ausdruck höchster fürstlicher Repräsentation.